Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Falls ihr heute zum ersten Mal eingeschaltet habt, mein Name ist Jenny und wenn ihr wieder dabei seid, freue ich mich, euch wiederzusehen. Heute sprechen wir über ein Amouage-Parfüm, was neu in meiner Kollektion ist und ich wollte euch das so ein bisschen vorstellen. Und zwar ist das Amouage Love Tuberose. Das ist mein zweites Amouage, was ich jetzt in meiner Kollektion habe. Dahinter mir steht das Sunshine, wenn ihr das vielleicht hinten stehen seht, was ich liebe über alles. Aber ich muss sagen, das Love Tuberose hat es jetzt gerade mal auf den zweiten Platz gekickt. Ich werde euch alle Einzelheiten erzählen. Ich werde euch ein Parfüm zeigen, was mich wahnsinnig an dieses hier erinnert. Das heißt, falls ihr euch fragt, wie riecht es denn wirklich, habe ich eins, vielleicht kennt ihr es ja, dann habt ihr eine Ahnung, wie das so riecht. Also, wenn es euch interessiert, bleibt gerne dran und wir fangen jetzt einfach mal an. Es war ein Blindkauf, das will ich gerade noch mal sagen. Natürlich hatte ich eine gewisse Vorstellung, als ich mir die Duftpyramide angeguckt habe. Und ich muss sagen, die Duftpyramide ist relativ genau das, was man auch riecht. Wirklich, das ist einer der Düfte, wo ich wirklich sagen kann, wenn ihr die Duftnoten mögt, werdet ihr es sehr wahrscheinlich lieben. So wie ich. Also, was rieche ich am meisten? Also im Opening muss ich sagen, Tuberose und Jasmin würde ich sogar sagen als 50-50. Obwohl jeder sagt, es riecht nur nach Tuberose. Ich finde, es riecht absolut auch nach Jasmin. Die Gardenie ist irgendwo so im Hintergrund und dann im Drydown kommt die Schlagsahne, Vanille, Sandelholz, Zeder. Das ist eigentlich alles, was drin ist und genau so ist es auch. Als ich mir das erste Mal drauf gesprüht habe, als es ankam, hatte ich sofort in derselben Sekunde einen Gedanken im Kopf. Oh mein Gott, das riecht ja so ähnlich wie... Tja, wie was? Ich zeige es euch. Jasmine Rouge von Tom Ford. Gleich von Anfang an, es ist nicht derselbe Duft. Es ist wirklich nicht derselbe Duft, aber es erinnert mich und hat denselben Vibe. Wirklich. Der Jasmingeruch aus Jasmin Rouge ist wirklich identisch. Der größte Unterschied liegt im Drydown. Also desto länger die auf der Haut sind, die zwei, desto unterschiedlicher werden sie. Und zwar der hier bleibt ja relativ so, wie er auch startet. Im Drydown habe ich nicht viel Unterschied zu dem, wie er im Opening ist. Bei dem sieht es ein bisschen anders aus. Das Opening ist wirklich sehr ähnlich. Also die sind wirklich Schwestern, definitiv. Aber im Drydown wird der um einiges süßer durch die Schlagsahne, durch das Vanille. Das Sandelholz kommt hier auch sehr gut durch und er ist um einiges süßer. Pudriger auf jeden Fall. Sexy sind sie beide, finde ich. Ich finde das auf jeden Fall sexy Düfte. Den fand ich immer schon sehr sexy. Der hier schlägt ihn jetzt noch ein bisschen, muss ich sagen. Ein anderes Plus bei dem Love Tuberose ist die Haltbarkeit. Ich liebe Tom Ford, Leute. Ich bin ein absoluter Tom Ford Fan. Aber ich muss leider sagen, und es ist einer meiner Lieblingsdüfte von ihm, so sehr wie ich es liebe, so sehr stört mich die Haltbarkeit. Bei mir ist nach 2 Stunden, 3 Stunden nichts mehr zu riechen. Ich rieche ihn nicht. Ich sprühe wieder, weil ich liebe ihn. Aber für den Preis fehlt mir hier die Haltbarkeit. Das habe ich jetzt mit diesem hier gefunden. Der hält den ganzen Tag. Und ich finde ihn noch einen Ticken mehr sexy, einfach weil er etwas stärker ist, die Sillage ein bisschen weiter reicht als hier bei ihm. Und diese Süße im Drydown macht mich wahnsinnig. Ich finde, das ist ein süchtig machendes Parfüm. Also wenn ihr euch diese Duftpyramide anschaut und ihr wisst nicht genau, ja, wie riecht denn jetzt Tuberose? Nicht jeder von uns weiß, wie das riecht. Also, ne? Denkt einfach dran, wenn ihr Jasmin Rouge liebt und mögt. Genauso riecht der Love Tuberose. Das heißt, für die da draußen, die ein Fan sind von Jasmin Rouge, könnt ihr im Prinzip blind kaufen. Ihr werdet es lieben, bin ich mir fast sicher. Bei mir war es genauso. Die Haltbarkeit hier ist überdurchschnittlich gut. Also wirklich, das ist der Wahnsinn. Ja, ich habe ihn heute getragen. Ich habe heute Morgen irgendwann gesprüht. Er ist immer noch da. Ich habe mir die Hände mehrfach gewaschen. Er hält und hält und hält. Aber wie gesagt, er startet wie Jasmin Rouge genauso.
Aber dann im Dry-Down ändert er sich auf jeden Fall und ihr habt so eine sahnige, cremige, sandelholzige, jasminige Tuberose. Das ist, was ihr habt. Und ich sage es euch ganz ehrlich, also ich finde, ich weiß, dass Sunshine ist das meistgehyptes oder zumindest gehört es dazu. Das hier ist um kein wenig schlechter. Man muss es mögen. Ich denke, für manche wird es zu viel sein und nicht jeder mag diesen sehr starken Jasmingeruch. Ich liebe ihn und zusammen mit der Tuberose ist es edel, süß. Es ist für mich überhaupt nicht fruchtig. Frucht kann man hier, ich nehme überhaupt nichts Fruchtiges wahr. Wirklich nur blumig, blumig, blumig. Das Opening richtig, das flasht euch so. Also wirklich, das Jasmin und Tuberose, das kommt wie so ein Schwall, richtig heftig. Und dann mildert es ab im Drydown und wird eben sahnig, cremig, pudrig, süß. Ich könnte den ganzen Tag dran schnüffeln. Ich finde es atemberaubend gut. Wirklich, atemberaubend gut. Und ja, ich weiß, es ist nicht das günstigste Parfüm da draußen. Es ist jeden einzelnen Cent wert, Leute, wenn ihr diese Jasmin-Tuberose mögt, so eine milchige, sahnige, süße mögt, kann ich euch den nur ans Herz legen. Ich finde, der ist nicht genug gehypt. Der ist mal mindestens genauso gut wie das Sunshine oder die anderen Düfte von Amouage. Es hat nichts Orientalisches, Leute. Ich weiß, Amouage ist halt bekannt für seine orientalischen Düfte. Das hier ist wirklich was Blumiges. Blumiges und ich rieche da überhaupt blumig, gourmand, süß, keine orientalischen Noten, gar nicht. Klar, das Holz macht es halt holzig, aber nicht orientalisch. Also für die da draußen, die die orientalischen nicht mögen und denken, oh, Amouage und so ist immer orientalisch, das ist überhaupt nicht der Fall mit diesem. Also, wenn ich euch ein bisschen neugierig gemacht habe, probiert ihn bitte, bitte aus, wenn ihr Jasmin Rouge mögt, genauso mag wie ich. Ich liebe ihn. probiert das aus. Das ist wirklich ein, der etwas langanhaltendere Tom Ford Jasmin Rouge und in einer etwas abgewandelten Variante, aber sie sind sehr ähnlich. Vielleicht bin ich die Einzige da draußen, die diese zwei Düfte jetzt einfach so zusammen nennt und sagt, sie ähneln sich. Für meine Nase sind sie sehr, sehr, sehr ähnlich. Wirklich. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen neugierig gemacht und ich konnte euch den Duft ein bisschen näher bringen. Und wenn ihr ihn habt, wenn ihr ihn mögt und wenn ihr vielleicht beide habt, also auch das Jasmin Rouge, schreibt mir bitte mal unten in die Kommentare, ob ihr diese Ähnlichkeit auch riecht oder ich wirklich alleine bin mit meiner Meinung. Ansonsten, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen und ich hoffe, ich sehe euch bald wieder in einer meiner nächsten Videos. Bis dahin, tschüss!